Nein, wir wollten doch nur auf diese Treppe, um da zu steigen. Hier, ne? Geht das auf? Ach, das. Leider geht's nicht auf, ist abgeschlossen. Da müssen wir wohl wieder gehen, Bruder. Naja, wir sind jetzt schon in der 14. Und da geht's einfach noch Treppenstufen hoch. Wer macht denn sowas? Da wirst du bestimmt oben beim Helikopter abgeholt, Bruder. Hört ihr die schöne Musik? Sind jetzt natürlich angelangt im Edeka, Pfand abgegeben, noch Bierchen holen und jetzt ist mir gerade was aufgefallen. Hier stehen nämlich diese gebratenen Nudeln von Maggi, ne? Gebratene Nudeln, Ente. Und da hatte ich neulich eine Dame, die war bei mir einkaufen und hat mich doch so gefragt, sag mal, kennen Sie diese Nudeln? Haben Sie die schon mal gegessen? Die macht mein Sohn immer. Da riecht immer die ganze Küche nach Kotze. So richtig abartig. Ich habe gesagt, ah, da muss ich die natürlich auch mal probieren. Aber das machen wir jetzt nicht, weil unterwegs als Cornflakes essen sind wir noch nicht so weit und werden uns deshalb zur Getränkeabteilung durchkämpfen und mal schauen. Oh. Sahnegeschnetzeltes in der Dose. Menschen und Tiere, ein kleiner Unterschied. Wie Katzenfutter. 33,7, sorry. 22. Ja, das ist ja. So, was machen normale Menschen, wenn es zu schwer wird beim Tragen? Die tun ein paar Sachen in den Rucksack, dass sie hinten noch was drauf haben. Das macht der Iswo, wenn es zu schwer wird beim Tragen, er zieht den Rucksack aus, knallt ihn sich noch vorne auf den Kasten, macht dann Rückenlage und läuft mit Backflip, Haltung, einfach die Treppe hoch. Das muss man mal gesehen haben. Das macht nicht jeder. Es hat er wenigstens noch zusätzliches Gewicht und wird noch blöd vollgelabert vom Ramses die ganze Zeit. Ich glaube, gleich platzt der Kopf, der ist schon knüppelrot. Die Ohren schlackern auch schon rum. Das ist, habe ich noch nicht gesehen. Das ist halt, hier laufen die Dinge halt anders. Ja. Ich hätte ja auch noch ein paar Dosen bei mir reinhauen können, aber er hat ja nicht gefragt. Voll. Okay, scheiße. Was bin ich? Echt scheiße? Warum? Du haust doch ab und stolperst hier rum. Kleines Päuschen, Alter. Der Biersüchtige ist wo. Soll ich meinen Rucksack auch noch drauflegen? Da wird's besser für den Rücken dann. Rückenlage, Bruder. So, nachdem der Iswo immer aggressiver wird und anfängt zu beleidigen, dummes Arschloch, hör auf mich zuzulabern, hat er jetzt eine neue Taktik entwickelt, was Vielfaches vereinfacht, den Kasten heimzubringen. Und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Das sieht nämlich dann so aus. Na, Kasperle. So, und auf ihn. Und eins. Und los. Und los geht's. Das macht er jetzt schon die ganze Zeit. Der rennt immer irgendwo hin und dann steht er wieder irgendwo, bis ich da hingelaufen bin. Und dann hebt er wieder an und rennt wieder los, wie Speedy Gonzales. Eigentlich sind wir gleich aufgelaufen, aber wer rennt, ist schneller. Nehme ich mal sein Säckchen noch, ne? Loyal, Bruder. Und hinterher. So weit ist es ja, glaube ich, gar nicht mehr. Wenn ich ihn jetzt verloren habe, weiß ich auch gar nicht mehr überhaupt wohin. Aber egal, da ist ja ein Sandhaufen, da habe ich auch Spaß mit. Und Bier ist auch noch im Rucksack, also. Und die Legende besagt, wenn er nicht gestorben ist, dann rennt er noch heute. Und ich glaube, den kennt jetzt jeder hier überall. Aber so wie er rennt, hat er wahrscheinlich schon die ganze Welt umrundet. Deswegen stellen wir uns jetzt mal hierher. Hier ist nämlich eine weiße Absperrung. Wie Roman Reigns musst du da mal. Das war Endspurt. Okay. Letztes Stück. Weißt du, was mir aufgefallen ist?
Es liegt ein Duft von Röstzwiebeln in der Luft. Vielleicht sind es auch normale Zwiebeln, keine Ahnung, aber da schlackert die Nase, wenn ich das höre. Das Gesicht sieht aus wie doof. Ist das ein Arschloch, oder? Ja, der Ramses, wie er lebt und lebt. So hast du aber gerade geguckt beim Absetzen. Na egal, ich komme jetzt, den Rest schaffen wir auch noch.